Hallo Lieben und herzlich willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte mit euch heute eine wunderschöne Karte basteln. Und zwar ist diese Karte mit lauter neuen Produkten, beziehungsweise zum Teil neue Produkte, aber alles, was im neuen Katalog ist. Und wenn ihr schon ganz heiß drauf seid und es gar nicht mehr erwarten könnt, mit den neuen Produkten zu arbeiten, könntet ihr trotzdem vielleicht diese Karte schon mal nachbasteln, denn wir haben im alten Katalog, und vielleicht habt ihr das schon zu Hause, das Stempelset Gänseblümchen Gruß. Und dann könntet ihr es so ähnlich nachbasteln, weil ihr habt da auch schon mal den Stempel für die Stanze. Aber im neuen Katalog wird es jetzt geben ein neues Stempelset. Wo ist es denn? Ah, hier. Und zwar Gänseblümchen Glück heißt das Stempelset. Und da ist nochmal ein neuer Stempelabdruck drin und der ist wirklich sehr schön, weil der ganz fein und zart ist. Und da ist auch dieses Blatt drin, das wir heute verarbeiten. Und ja, ich schicke dir ein Lächeln, ist auch in diesem Set, aber wie gesagt, man kann ja vielleicht auch mit den Sprüchen aus dem anderen Stempelset arbeiten. Okay, trotzdem könnt ihr euch natürlich dieses Stempelset sichern, das ist wirklich schön. Und es wird im neuen Katalog auch eine kleine Stanze dazu geben. Also wir nehmen ja heute die große Gänseblümchenstanze für den großen Stempelabdruck und es gibt dann eben im neuen Katalog auch eine kleine Stanze für den kleinen Abdruck. Okay, was wir heute für eine Karte basteln, ist fast die gleiche wie diese hier, so ähnlich wird sie aussehen. Und was ich hier gemacht habe, ich hoffe ihr seht es, ich habe hier den Hintergrund embossed und geprägt. Das wollte ich mal ausprobieren, wie das so funktioniert. Und dann habe ich noch einen kleinen Tipp für dieses Innenteil. Okay, und wir legen jetzt einfach los. Wir machen die ganze Karte jetzt auch in diesem Farbschema. Das heißt, wir machen die Hintergrundkarte in Savanne. Das könnt ihr dann aussuchen, was euch besser gefällt. Ich mache jetzt eben eine große Karte in Savanne. Okay, legen wir los. Was ihr an Material braucht, habe ich euch jetzt hier schon mal ins Bild gelegt. Und zwar habe ich einmal eine Grundkarte in Savanne mit dem Maß 20 cm x 14 cm und gefalzt bei 10 cm. Also ein ganz kleines bisschen kleiner als sonst, aber nur ein bisschen. Dann ein Stück Waldmoos. Ich finde die Farbkombination Waldmoos und Blütenrosa finde ich total schön. Also das werdet ihr noch öfter sehen, das habe ich gerade total in mein Herz geschlossen. Und zwar in dem Maß 13 x 9 cm. Ein Streifen Flüsterweiß, der ist 1 cm hoch und 13 cm lang. Ein Reststück in Savanne und ein größeres Stück in Blütenrosa. Ich habe jetzt hier das Reststück in Savanne, wenn ich das Etikett in Savanne mache und nicht in Aquamarin ist das jetzt als Farbe. Also da gucken wir einfach mal. Falls ich es doch in Aquamarin lasse, ich habe hier aufgestempelt, ich schicke dir ein Lächeln aus dem Stempelset. Das habe ich euch gerade gezeigt mit der Farbe Blütenrosa und habe mir das Ganze ausgestanzt mit den Stanzformen bestickte Etiketten. Da ist dieses wunderschöne Etikett drinnen. Hier ist es. Und das fand ich passt da ganz gut. Ich glaube, wir lassen das auch in Blau. Probieren wir mal aus, aber vielleicht brauchen wir das eben dann in Savanne gar nicht, das Reststück. Und dann habe ich nochmal ein Stück Blütenrosa. Da habe ich einfach ein bisschen das Stück in meine Versamark-Tinte getaucht. Wir embossen ja auch gleich, dann seht ihr das. Ich habe das einfach so eingetaucht, silbernes Pulver drüber gestreut und habe es dann heiß geprägt mit dem Heißkleber und mir dann einfach mit der 1,5 Kreisstanze einen Kreis rausgestanzt. Und das ist das Mittelteil von unserer Blüte. Das haben wir jetzt hier auch schon mal hergerichtet. Wir embossen ja gleich zusammen, dann seht ihr genau, wie das funktioniert. Okay. Und dann fangen wir mal an mit Stempeln. Dazu nehme ich mir das Stempelset Gänseblümchenglück und ich hole mir hier meine Stempel raus. Sorry, ich habe heute Videotag und ich glaube schon 10 Videos aufgenommen. Wenn ich ein bisschen konfus bin, dann wundert euch nicht. Was ich euch an der Stelle sagen möchte, ist, dass ich mir hier meine ablösbaren Stempel etwas anders aufbewahre, als ich euch das in dem ersten Video gezeigt habe. Und dazu habe ich euch noch ein kleines Tippvideo aufgenommen. Das verlinke ich euch jetzt hier unter dem weißen i. Dann könnt ihr nachschauen. Das ist nochmal ein Tipp für die Aufbewahrung von euren ablösbaren Gummistempeln. Wenn ihr die hinten draufklebt. Okay, das Ganze ziehe ich mir jetzt einfach nur auf
Ah, da muss ich ein bisschen aufpassen. Das ziehe ich mir jetzt gleich auf meine Acrylblöcke. Und jetzt gucke ich mir nochmal die Stanze an, wie ich das Ganze auf meinen Acrylblock aufziehe. Und zwar so rum, dass das schön gerade ist, dass ich es genauso ausstanzen kann. Wenn ich es jetzt nämlich so rum aufklebe, dann muss ich mir das Papier zuschneiden zum Ausstanzen und das dauert einfach ein bisschen länger. Deswegen mache ich mir das gerade genauso, wie dann auch die Stanze ist. Und das Ganze stempel ich mir auf in Blütenrosa, Ton in Ton. Zweimal brauchen wir das Ganze. Und jetzt seht ihr gleich, wie schön dieser Stempelabdruck ist. Also ich finde dieses Stanzset wirklich sehr, sehr schön. Ich hoffe, es kommt in der Kamera auch so rüber, wie schön fein diese Linien sind. Also ja, ich finde es toll. Wenn ihr euch den Spruch noch stempeln müsst, dann könnt ihr das auch gleich in Blütenrosa machen, aber das haben wir ja schon vorbereitet. Und dann schnappe ich mir gleich die große Stanze und stanze mir das Ganze auch noch aus. Und zwar muss ich mir das schön einlegen. Dann schnappe ich mir mein Falzbein und falze mir jede Blüte einzeln ein bisschen nach unten. Achtung, nicht zu stark anziehen, dass euch die Blüten nicht abreißen. Die sind natürlich schon ein bisschen feingliedrig. Da muss man ein bisschen aufpassen, aber mit ein bisschen Gefühl geht das ganz gut. Dann nehme ich mir einen Mini-Klebepunkt und klebe mir das Ganze einmal aufeinander, so ein bisschen versetzt. Und mein kleines, ausgestanztes Kreislein, das klebe ich mir jetzt auch auf meine Blüte drauf. Ich habe mir das hier mit einem Abstandskleber aufgeklebt und jetzt eben flach. Ich finde es flach ein bisschen schöner. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich mir die Blume hier so durchdrücke. Und ich finde, man kann also gerade mit diesem Stempelabdruck, finde ich, kann man diese Blütenform auch ganz gut als Gerbera sehen, oder? So Gerbera mag ich total gern und ich finde, es schaut fast ein bisschen mehr aus wie eine Gerbera als wie ein Gänseblümchen. Haben wir eine Gerbera-Karte draus, oder? Okay, also das ist schon mal fertig. Und jetzt geht's ans Embossen. Dafür nehme ich mir jetzt mein Stück in Waldmoos. Was ihr immer so alles braucht beim Embossen, ist natürlich die Versamark-Tinte, den Embossing Buddy, mit dem gehe ich vorher mal über das Projekt an die Stellen, an denen ich das stempeln möchte. Der nimmt einfach die fettigen Fingerchenabdrücke vom Papier. Mit meinem Stempel gehe ich dann direkt in mein Versamark-Kissen und dann brauche ich jetzt noch ein Schmierpapier unten rein. Und dann stempel ich mir das an die Stellen auf, wo ich das gern haben möchte. Einmal so ein bisschen von unten. Ich muss ja gleich ein bisschen spicken. Ziemlich nach oben. Und ich habe noch ein drittes gemacht. So ungefähr habe ich mir das aufgestempelt. Das Ganze werde ich mir jetzt hier mit silbernem Embossingpulver überdecken. Gut abklopfen. Und dann das Ganze mit dem Heißluftföhn erhitzen. Ich lasse euch da Musik laufen, weil es so laut ist. Aber ihr seht gleich, wie schön das dann aussieht. Und ich muss sagen, ich habe schon so viel embossed. Aber ich bin immer noch total begeistert von diesem Ergebnis. Und wie schön das ausschaut, wenn das von dem pulverigen in das erhitzte umschwenkt. Das finde ich einfach toll. So, und jetzt werden wir uns das Ganze mal durch die Stanzmaschine nudeln. Und dazu mache ich es jetzt so. Also normalerweise würde ich mir das jetzt so rum einlegen. Aber ich möchte diesmal das Negativ oben haben. Und ich hoffe, es ist jetzt richtig rum. Diese schmale Seite lege ich mir oben auf. Also mal gucken. Wahrscheinlich ist es jetzt genau falsch. Aber wir probieren das aus.
Und wenn ich was ausstanze mit einer Prägeform, dann kann ich auf diese obere Platte verzichten. Und dann kurbel ich mir das einmal durch die Big Shot. Die schönen Schnörkel werden übrigens auch übernommen. Super, oder? Die fand ich nämlich auch total schön. Ja, und dann haben wir es richtig rum gemacht. Ich habe jetzt das Negativ geprägt. Das Positiv, das nach oben geht, ist jetzt auf meiner Unterseite. Also, wie gesagt, wenn ihr das so haben wollt wie ich jetzt, dann legt ihr euch diese Fläche, wo dieses Logo ist, nach unten und die andere Fläche nach oben. Okay, also Logoseite nach unten. Dann prägt man die Negativseite nach oben. Okay, und dann kommen wir schon ans Zusammenbauen von unserer Karte. Also ich finde, man hat jetzt einfach mal einen ganz anderen Effekt. Also das ist jetzt so reingearbeitet und schaut so aus, wie wenn das auf dem Papier wäre. Finde ich ganz cool und mal was ganz anderes. Und man erkennt beides ganz gut. Also man kennt natürlich die Schnörkel, aber man erkennt auch diese Farnblätter. Dann schnappe ich mir nochmal meinen Papierfalter, falte meine Karte nach und klebe mir das Ganze jetzt gleich auf. Bevor ich das aufklebe, nehme ich mir noch den Leinfaden zur Hand. Den mache ich in den Hintergrund. Und dazu nehme ich mir jetzt ein kleines Stück Abreißklebeband und klebe mir das rechts und links auf meine untere Seite, also ich könnte das eigentlich auch mit dem Snail machen, das wäre natürlich einfacher. Und da klebe ich mir jetzt meinen Leinfaden einfach mal an einer Seite an und kann mir den jetzt hier schön um meine Papier kleben. Und ich würde es so dreimal machen, ich finde, das ist eine ganz schöne Zahl. Ihr könnt euch das jetzt noch so hinrichten, wie euch das gefällt. Ich finde es aber gar nicht schlecht so. Ja, wenn sich das hier überkreuzt ein bisschen, schaut es natürlich auch ganz gut aus. Ja, und dann klebe ich mir das Ganze mit Flüssigkleber platt auf meine Karte. Mehr oder weniger platt, weil wir haben ja da das Papier geprägt. Ich finde, das schaut schon ganz cool aus, oder? Es hat einen tollen Effekt. Dann nehme ich mir mein flüsterweißes Stück und auch das klebe ich mir auf. Ein bisschen über meinen Leinfaden von der Höhe. Das macht einfach nochmal ein bisschen, ja, die Karte ein bisschen heller. Man braucht es nicht unbedingt, aber ich fand, das war jetzt ganz süß. Und dann gucken wir mal. Ich würde mir jetzt das Etikett tatsächlich vielleicht doch in Savanne machen, weil ich finde, das passt dann noch ein bisschen besser. Das mache ich mir noch schnell. Und da lasse ich euch jetzt aber Musik laufen. Und ich finde, die Farbkombi ist ein bisschen, passt nur ein bisschen besser zu dem Waldmoos, oder? Naja, ich finde beides schön, aber ich glaube, ich lasse es jetzt so. So gefällt es mir ganz gut.
Und dann klebe ich mir einfach mit dem Dimensional meine Gerbera auf. Oder das Gänseblümchen. Und zwar mache ich das jetzt hier so, wenn denn die Folie abgeht, ja jetzt, dass ich mir zwei Dimensionals direkt übereinander klebe. Dann ist die noch ein bisschen höher. Und das finde ich, schaut ganz schön aus. Und das Schild, das mache ich einfach so, dass hier der weiße Streifen in der Mitte ist von meinem Etikett. Und dafür nehme ich mir nochmal das Abreißklebeband und klebe mir das unten auf mein Etikett auf. So hat es hier einfach noch ein bisschen so einen Spitzeneffekt, finde ich. Also so gefällt es mir jetzt richtig gut. Zoome ich euch wieder ein bisschen zurück. Ich hoffe, euch wird es nicht schwindelig. So. Und dann lege ich euch mal meine drei Karten rein. Hier, es verrutscht mir immer wieder das Gänseblümchen. Oder die Gerbera. Aber hier seht ihr jetzt mal meine drei verschiedenen Varianten. Und ich finde, das macht sich richtig gut mit dem geprägten und embossten. Das ist mal was ganz Besonderes und hat was, oder? Hier nochmal die Aquamarine-Version, die schaut wirklich schön aus in der Kamera, auch ganz besonders. Und hier nochmal die kleinere Karte für dich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt schon richtig viel Freude und Vorfreude auf den neuen Katalog und auf die neuen Sets. Ich bin total begeistert, ich habe auch unheimlich viele Ideen und also wirklich bei mir sprudelt die Kreativität gerade nur so raus. Deswegen habe ich heute auch schon so viele Videos aufgenommen. Ich weiß gar nicht, wie ich die alle noch reinkriegen soll, aber wenn ihr das Video seht, dann ist es ja schon Ende des Monats und ich glaube, es waren ziemlich viele Videos diesen Monat, wenn alles geklappt hat. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben oder meinen Kanal abonnieren. Wenn ihr diese Glocke drückt, dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf euch. Tschüss!